Ja, meine Freunde, es ist wieder soweit. Wir haben ein neues Werder-Gerücht und zwar ein richtig, richtig starkes Gerücht. Das muss man einfach mal sagen. Diesen Namen werde ich safe falsch aussprechen. Wir nennen ihn gleich schon mal nur noch Olli, dass ihr Bescheid wisst. Oliver Ebelgard. Ebelgard oder so? Keine Ahnung. Auf jeden Fall irgendwie so. Werder Bremen hat Interesse an dem guten Mann und es hat kein geringerer gepostet als Fabrizio Romano. Ich würde mal sagen, einer der ja, bestinformiertesten Journalisten, wenn es um Transfergeschehen geht. Jetzt aber nochmal zurück zu unserem guten Olli. Olli, 26 Jahre alt, Sechser von Rubi Kazan, kann seinen Vertrag beim russischen Verein aussetzen und somit kostenlos wechseln durch so eine FIFA-Regelung. Die Frage ist, ob er auch dauerhaft dadurch kostenlos wechseln kann oder ob er danach wieder zurück müsste, weil der gute Mann noch 2 Jahre Vertrag hat. Aber erstmal eins nach dem anderen. Wir ordnen jetzt hier erstmal alles ein. So, hier, das ist erstmal der Post auch von Fabrizio Romano. So, ihr seht, hier könnt euch das selber dann auch screenshotten oder wie auch immer. Und ihr seht hier auch, dass das der echte ist. Also, das ist jetzt nicht irgendwie so eine, ja, so ein Quatsch ist oder so, sondern hier auch mit verifiziert und so weiter und so fort. Und ich habe mal ein paar Daten für euch, die ich euch jetzt einfach mal auch raushauen kann und raushauen möchte über unseren guten Olli. Denn mir war er bis gerade eben kein Begriff oder zumindest habe ich ihn nicht sofort vor Augen gehabt. Aber er ist eben auch Däne, also dänischer Nationalspieler. Hat für die dänische Nationalmannschaft zwar nur ein Spiel gemacht, aber trotzdem hat ein Marktwert von 7 Millionen Euro, ist 1,92 groß, in Dänemark geboren. Hauptposition defensives Mittelfeld, Nebenposition zentrales Mittelfeld und halb links. Sein höchster Marktwert war mal 7,5, also er ist immer noch in seinem, ich sag mal, in seiner Prime aktuell, hat in der Super League gegangen. 65 Spiele, 3 Tore, 2 Vorlagen gemacht. Und in der Premier Liga hat er 59 Spiele gemacht, 1 Tor, 5 Vorlagen. Das mal so als ja, kleine Brücke. Er hat früher halt in Dänemark gespielt und jetzt spielt er halt bei Rubi Kazan. Ist in der Saison 2021 für 2 Millionen Euro zu Rubi Kazan gegangen von, auch das will ich selber falsch aussprechen, Aalborg, irgendwie so. Ja, ihr wisst ja, dass das jetzt, also das ist jetzt hier nicht meine Stärke, das Ganze so auszusprechen. Aber vielleicht kennt ihr unseren guten Jens Day. Und darüber hinaus könnte man ja auch eine Brücke bauen. Kann ja durchaus sein. Ich weiß noch nicht genau, wann sein Nationalspiel war oder ob er da noch irgendwie mit drin ist. Auf jeden Fall ist es de facto ein Sechser. Und das ist natürlich prinzipiell erstmal sehr, sehr gut für die Qualität her, weil das wirklich ein Qualitätsspieler ist. Schalke hat es zuletzt so ein bisschen vorgemacht mit, ich glaube, Kral hieß er, den die geholt haben. Es gibt verschiedene Vereine, die diese Klausel, sage ich mal, schon genutzt haben und auch Spieler eben von russischen Vereinen geholt haben. Wie gesagt, eine Sache weiß ich nicht, ob er dann in dem nachfolgenden Jahr praktisch wieder zurück zu Rubin Kazan müsste. Das könnte durchaus sein. Aber er wäre halt praktisch dann erstmal für ein Jahr bei Werder Bremen. Hat einen Marktwert von 7 Millionen. Also ist wirklich ein Spieler, den wir, sagen wir mal, so sonst nicht kriegen würden. Da muss man auch einfach ehrlich sein oder auch realistisch sein. Das Ganze realistisch dann auch begutachten. Das ist auch vollkommen normal. Dennoch finde ich erstmal dieses Transfergerücht sehr, sehr interessant. Weil wir erinnern uns auch an Frank Baumanns Aussage, dass man eben noch nicht die Scouting-Abteilung und so weiter eingestellt hat, wenn es Optionen gibt, sich qualitativ zu stärken und trotzdem das Ganze in den finanziellen Rahmen passt. Dann wird man das Ganze auch tun. Und das wäre zum Beispiel wieder so eine Variante, wo sich einfach eine Option auftut, die einfach finanziell keine große Belastung darstellt, das Ganze zu regeln ist. Ich weiß nicht genau, wie das ablaufen würde da mit dem Gehalt. Ich bin da gerade selber überfragt. Wie gesagt, das ist nur eine FIFA-Ausnahmeregelung. Aber ja, Fakt ist, man würde sich qualitativ extrem verstärken und vor allem eine weitere qualitative Lösung für die 6 ranholen. Man darf aber eine Sache nicht vergessen, das Nottingham Forest. Und Sampdoria Genua auch interessiert ist an dem guten Mann. Das heißt, sie sind nicht alleine, als alleiniger Interessent aktuell genannt. Ist natürlich immer ganz wichtig, das Ganze zu sagen. Natürlich muss man aber jetzt auch nochmal sagen, ist er ein ganz anderer Spielertyp, wie jetzt zum Beispiel auch Grosso oder Gruev. Ragt da auch so ein bisschen raus mit, ja, der geht ja fast auf die 2 Meter los. 1,93, 1,92 ist er. Ist im besten Fußballeralter, also ist wirklich so die Brücke zwischen Groß und Gruev irgendwie, vom Alter auch. Genau dazwischen hätte mit Abstand den höchsten Marktwert. Mit 7 Millionen bringt da eine körperliche Wucht mit rein im Mittelfeld, die wir so auch nicht haben. Ja, ist da einfach
de facto ein Spieler, den man so nicht vergleichbar im Kader besitzt und der eben dadurch auch sehr, sehr interessant wäre, das Ganze so zu sehen. Er hat auch Europa League, Conference League Qualifikation mal gespielt, hat eine Passquote 2021 und 2022 gehabt von 80%, 1150 Ballkontakte gehabt. Also das sind alles so Eckdaten, die man vielleicht jetzt nochmal so mit reinbringen kann, um einfach nochmal ein bisschen mehr über ihn zu hören. Ich glaube prinzipiell schon, dass das ein Spieler ist, über den du hinten das Spiel auch aufbauen kannst, der erstmal auch ein Kopfballungeheuer ist, also mit der Größe, es sei denn, er wäre sowas wie Woltemar, aber das gehen wir jetzt mal nicht von aus. Auch so ein bisschen auf der Position eben heraus. Ja, für mich grundsätzlich einfach ein extrem interessanter Mann. Ich finde, das alles wäre krass, muss man dazu sagen. Aber ich bin natürlich auch noch ein Stück weit weg von, das zu sagen, das wird jetzt direkt passieren. Dennoch sage ich auch, wenn Fabrizio Romano sagt, da sind die drei Vereine interessiert, dann wird da was dran sein. Der wird sowas nicht einfach random, glaube ich, hier rauskloppen. Und ja, demnach können wir uns auf diese Position jetzt schon ein Stück weit auch Hoffnung machen. Und das finde ich erstmal prinzipiell gut. Ihr könnt ja mal gerne unten reinschreiben, was ihr denn zu dem ganzen Mann sagt. Also findet ihr, dass es eine gute Alternative wäre? Oder sagt ihr, ja, nee, das wäre jetzt nicht so oder passt nicht so jetzt ins Team? Oder sagt ihr, ey, Sechser, genau das, worauf ich gewartet habe. Und dann so einer, ja, es würde mich einfach mal extrem interessieren, zu ihm ein paar Meinungen eben auch zu lesen. Was so die Meinung bei euch auch ist und was ihr eben zu dem guten Kerl sagt. So, ja, das würde ich sagen, war es gewesen. Das Einzige, was ich vielleicht noch ranknüpfen möchte, ist halt, wie ihr das vielleicht mit Gruev seht. Ob man da dann ihn nicht vielleicht blockieren würde oder ob ihr sagt, nee, Nico, das ist genau richtig und das ist eben diese Zwischenlösung, ne? Weil, nochmal, Gruev sehr jung, Grosso hier und das wäre wirklich so ein Mittelspieler. Und noch eine Sache, jetzt hänge ich hier drei, vier Sachen nochmal am Ende ran, ne? Noch eine Sache, die mich wirklich interessieren würde, falls einer dieser FIFA-Regelungen kennt, also wie das dann aussehen würde mit Gehalt und auch wie das aussehen würde mit, ob er danach wieder zurück zu Rubin Kazan müsste, aber da können wir wahrscheinlich von ausgehen, weil er hat ja noch ein Jahr Vertrag. Könnt ihr es gerne mal reinschreiben, weil da bin ich tatsächlich gerade überfragt, das weiß ich einfach gerade nicht. Und das würde mich natürlich demnach schon sehr interessieren, weil dann war es natürlich auch wieder nur eine Lösung für ein Jahr, ne? Also ihr merkt, ich bin da auch dann so ein bisschen hin und her gerissen, wenn man immer gesagt hat, okay, nur für ein Jahr, aber auf der anderen Seite hier noch eine wichtige Randnotiz, er ist sogar Kapitän bei Rubin Kazan, also wirklich dann auch noch ein Führungsspieler. Ja, nee, bringt mich trotzdem alles nicht ab. Also selbst für ein Jahr wäre das eine Riesenverstärkung, glaube ich. Ich sehe ihn qualitativ als Riesenverstärkung. So. Trotzdem mal eure Meinung rein. Jetzt am Ende tatsächlich nochmal so ein bisschen hin und her gerissen gewesen, ne? Ja, so ist das manchmal. Da kennt man da nichts. Also, jetzt aber, ich wünsche euch noch was. Checkt gerne den Talk vorhin ab, die Kaderanalyse und auch das Video von Füllkrugs Vertragsverlängerung. Bis dahin, euer Nico und ciao.